Manfred Dechert, wenn der Blöde endlich kommt. Wenn der Blöde endlich kommt, ist Stimmung im Nebenraum. Doch die ist mittlerweile am Nullpunkt. Susanna, Rudi, Peter und Marianne langweilen sich nach dem fünften Bier. Arthur, der Blöde, muss doch bald kommen. Schuftet beim Bauern, schuftet beim Schmied, kehrt beim Schreiner, schleppt Bierkästen. Ohne Arthur ist der Abend verloren. Alles schon versucht. Rudi greift Susanna zwischen die Beine und Rudi Marianne an die Brust. Mit Bier gespritzt, blöde Lieder geplärrt. Keine Stimmung abends um 11 im Nebenraum. Wenn nur endlich der Blöde käme. Der Blöde sammelt alle alte Raritäten, Blödtaler und Co. Arthur tanzt zur Volksmusik und zeigt Ungewöhnliches, Unanständiges und Verruchtes. Zwei Schoppen Bier und ein Jägermeister und der Blöde tut sein Prachtstück ins Bierglas. Applaus und Kopfschütteln und gleich muss Siegbert kommen. Siegbert hat Frauen ohne Ende, doch so einen wie den vom Blöden hat er noch nie gesehen. Gesagt, getan, noch zwei Schoppen, noch drei Singles für die Blödtaler-Sammlung von Arthur, dem Volksmusikfreund. Siegbert kommt gut gelaunt, eine Neuentdeckung an der Hand. Doch Arthur zieht jetzt seine Stunde kommen. Eine Lautspielplatte wildiger Herzbuben mit Widmung. Tu ihn raus, leg ihn vor Siegbert auf den Tisch. Arthur, ein klarer und einen großen Mut, öffnet den Hosenschlitz. Sperrstunde, plärrt Oskar der Wirt, und du, Arthur, hast beim nächsten Mal eine Woche Lokalverbot. Spielverderber, zischt es im Nebenraum, und der Abend ist verloren. Herzlein, darf nicht traurig sein, summt der Blöde und Rudi bleibt Hals, Maul, in die Wirtschaftsödnis. Aufstiegsmöglichkeiten. Gestern Immobilienhändler, heute Spitzenpolitiker. Vorgestern Schwarzhändler, heute Hellseher. Vorvorgestern Alkoholiker, heute Flaschen- und Wartsammler. Vorvorgestern Mobber im Schulbus, heute Gemeinderat. Mach was, entwickle dich. Vorgestern graue Maus, heute Starmodell bei Escort Service. Vorvorgestern mühsames Studium an der Fachhochschule für Soziales. Heute erfolgreicher Coach für Langzeitkranke bei der Behindertenverwertungsanstalt. Vorgestern ausgedient als Feldwebel. Heute bewährter Antreiber in der Wachfirma. Mach was, entwickle dich, steige auf, nütze deine Energie. Gestern dunkles Hirn, heute Geistheiler. Wecke deine positive Energien. Vorgestern Betriebswirtschaftsstudent. Im Schlingerkurs doch hochgecoacht. Manager mit Führercharisma und Teamgefolgschaft. Gestern, vorgestern und heute, mach was, entwickle dich. Doch bloß wohin? Wo bin ich zu Haus? Pflanzenschauhaus, Bürgerhaus, Zuchthaus, Schlachthaus, Irrenhaus. Nirgends bin ich zu Haus. Altenheim, Jugendheim, Flüchtlingsheim, Seemannsheim, nirgends bin ich daheim. Kulturzentrum, Geschäftszentrum, Verkehrszentrum, Arbeitslosenzentrum. Jetzt kein Reim, zu dumm. Tränkhalle, Leichenhalle, Konzerthalle, Kunsthalle, sitze in der Wartehalle. Gibt so viele schöne Worte und so viele Herzensorte, wo ich nie oder doch gerne wäre. Eine Heimat finden
ist manchmal schwer. Zum Schluss ein Dialektetext, Mein Mart, so Hinterpfälzer Ausdruck. Eine verbotene Liebe oder fast Liebe. Ach Gott, mein Mart, die Männer, ich weiß, mit denen ist es schwer. Komm her, dein Vater versteht dich. Die Mama ist fad und die Männer auch. Mein Mart, ja, das tut gut. Halt dich wohl. Doch, du musst jetzt gehen. Heil mich mal. Du kannst noch ein bisschen bleiben. Deine Arbeit ist fort, deine Zukunft auch. Mein Mart, wir haben verloren. Aber nee, du bist noch jung. Geht noch nicht auf, ja, ich halte deine Hand. Der Robert ist wieder fort und du wieder allein. Deine Mama ist gone, bloß der Vater nicht. Ja, das ist ein trauriger Film. Doch dein Vater ist noch da. Ja, bei mir ist es schön. Es fällt mir so schwer. Du musst jetzt gehen. Sonst verlieren wir alles.